Vier kleine Wichtel aus Filz, Holzperlen und Pfeifenreinigern erleben das ganze Jahr über jede Menge Abenteuer im Wald, wo sie in einer geheimen Baumhöhle leben. Sie erleben die vier Jahreszeiten, wandern, klettern, sammeln Vorräte für den Winter und haben vor allem jede Menge Spaß. Die kleinen Wichtel haben Spaß. Das kann man sehr gut sehen. Man sieht sie mit bunten Zipfelmützen um einen Schneemann stehen, haben ihn mit großer Freude heute Morgen erst gebaut, tanzen mit ihm durch den Winter, fröhlich lachend, bunt und laut. Die Wichtel haben große Freude an dem kühlen, runden Mann. Aber ob der sich noch morgen im Sonnenlicht wohl halten kann? Denn schon bald wird es wohl wärmer. Der Winter war so lange kalt. Die ersten Blümchen werden blühen, der Frühling, er kommt sicher bald. Da sind sie schon, die ersten Blumen. Die Sonne hat sie rausgelockt. Doch wer ist das, der dort unten neben dieser Blume hockt? Zwei verliebte kleine Wichtel haben dort ein Herz entdeckt. Wer hat diese tolle Knolle wohl im Garten hier versteckt? Das Schneeglöckchen ist die erste Blume, die man hier im Beet jetzt findet. Und die Sonne sorgt dafür, dass der Schnee jetzt ganz verschwindet. Ganz romantisch kuscheln beide Wichtel hier im Blumenbeet. Ist es nicht was Wunderschönes, wenn man sich so gut versteht? Aus erstem zarten Frühlingsgrün hebt Farbe sich heraus. Ob Krokus oder Wichtelschar, es sieht so fröhlich aus. Der Schnee ist nur Erinnerung. Ein buntes Blühen setzt nun ein. Da wollen die kleinen Wichtel nun auch gerne draußen sein. In solcher schönen Blütenpracht, da kann man sie nun sehen, wie sie auf dieser Frühlingswiese halt ihre Wege gehen. In Farbe all der Blumen gleich, mit lachendem Gesicht. Der Frühling ist eine schöne Zeit, welcher Wichtel weiß das nicht? Was habt ihr denn da gefunden, klein und bunt im tiefen Wald? Liebe Wichtel, lasst euch sagen, der Osterhase kommt wohl bald. Viele kleine bunte Eier hat er hier vor euch versteckt. Und die Freude ist viel größer, wenn man die dann selbst entdeckt. Die Wichtel haben großen Spaß, das kann man hier wohl sehen. Der Korb mit Eiern ist bald voll. Zeit, nach Haus zu gehen. Nun ist das Körbchen wirklich voll. Die Wichtel sind zufrieden. So viele bunte Ostereier waren ihnen noch nie beschieden. Der Weg nach Haus, er ist noch weit, doch Wichtel haben Kraft. Das Osterkörbchen ist zwar schwer, doch bald haben sie es geschafft. Fröhlich wandern sie durch den Wald, zu viert wird es schon gehen. Die Wichtelhöhle liegt versteckt, kein Mensch hat sie gesehen. Hoch auf den Baum, da geht es nun, die Höhle liegt versteckt, damit nur ja kein Mensch sie einmal dort entdeckt. Das Osterkörbchen ist schon oben, zwei Wichtel klettern noch. Doch bald haben sie es auch geschafft, im Baum, da ist ein Loch. Sie ächzen und sie keuchen zwar, doch das Ziel ist schon ganz nah. Ein sicheres Plätzchen ganz weit oben, einfach wunderbar. Den Eingang zu ihrer Wichtelhöhle, den kennen nur die vier. Der ist geheim und bleibt es auch, denn die Wichtel wohnen hier. Hier wohnen sie, die kleinen Kerle, ein Käferchen ist auch dabei. Und auf dem Tisch, da liegt für jeden ein schönes buntes Osterei. Zwei Bänke, Tisch, ein weicher Teppich, gemütlich ist es hier im Baum. Ein paar Blumen in der Vase, das schmückt sogar den kleinsten Raum. Jetzt ruhen sich die Wichtel aus, der Tag war lang und schwer. Doch morgen geht es wieder raus, sie lieben den Wald so sehr. Im Wald kennen sich die Wichtel aus, sie wandern ziemlich weit. Das Klettern ist nicht ganz so leicht, das dauert seine Zeit. Der eine hilft dem anderen hoch, das ist bei Freunden so. Und als sie alle oben sind, da sind sie richtig froh. Für Menschen nur ein kleiner Stein, ein Fels für kleine Zwerge. Denn was für Menschen Hügel sind, das sind für Wichtel Berge. Und weiter geht es durch den Wald, ein Baumstumpf wird erklommen. Hoch oben wird jetzt Rast gemacht, recht weit sind sie gekommen. Im Wald fühlen sich die Wichtel wohl, er ist so grün und still. Man muss dort aber leise sein, wenn man Vögel hören will.
Die kleinen Wichtel wissen das, die Tiere brauchen Ruhe. Rehe, Hirsche, Eichhörnchen, sie schauen ihn leise zu. Müde von der Wanderung liegen die Wichtel im weichen Moos. Die Abendsonne scheint so schön, doch bald müssen sie wohl los. Der Weg nach Hause ist noch weit, sie würden gern verweilen. Doch bald schon wird es dunkel sein, sie müssen sich beeilen. Doch Wichtel haben keine Angst, sie kennen sich gut aus. Und deshalb kommen sie auch heute wohl ganz sicher zurück nach Haus. Wieder in der Wichtelhöhle geht es recht gemütlich zu. Blumen gießen, Käfer streicheln, ja, das alles gehört dazu. Nur die kleinen Wichtel wissen, wie man diese Höhle findet, wie man einfach so im Wald in einem hohlen Baum verschwindet. Das Wichtelleben ist geheim. Niemand darf die vier entdecken, denn für Wichtel ist es besser, wenn sie sich sehr gut verstecken. Der Käfer wohnt auch im Wichtelhaus. Die Wichtel mögen ihn sehr. Sie füttern und sie streicheln ihn, das fällt ihnen gar nicht schwer. Der Käfer mag nur Würmer gern, die Wichtel essen Reis. Dem Wichtel schmeckt es wirklich gut, nur ist der Reis so heiß. Ein Käfer als Haustier, das ist interessant. Und es gibt noch viel mehr Spannendes im kleinen Wichtelland. Ein neuer Ausflug ist geplant, die Wichtel freuen sich sehr. Sie sitzen im Moos und planen schon. Eine neue Idee muss her. Was macht uns denn so richtig Spaß? Was haben wir noch nie gemacht? Wandern und Klettern waren wir schon oft, meint einer der Wichtel und lacht. Ich weiß was, ruft er, gerutscht sind wir noch nie. Das wird bestimmt toll, und ich weiß auch schon wie. Auf einem Zapfen nacheinander sitzen sie schön aufgereiht, aneinander Halt sich suchend, lustig in Gemeinsamkeit. Auf weichem Moos im Sonnenschein gleiten sie den Hang hinab, juchzend und mit großer Freude, Spaß ist aber nicht zu knapp. Immer wieder rauf und runter geht's rasant in flotter Fahrt, tief im Wald an frischer Luft, das ist Spaß nach Wichtelart. Müde von der Rutscherei möchten die Wichtel sich setzen, doch was tun, das Moos ist nass, man sucht nach trockenen Plätzen. Ein leeres Schneckenhaus liegt dort, der Wichtel hat's gefunden. Doch wo sind die anderen drei Wichtel hin? Es scheint, sie sind verschwunden. Der blaue Wichtel hört sie rufen, die vier lassen einander nie allein. Er hört leises Rascheln, weit können die drei nicht sein. Wen habt ihr denn da entdeckt? Der Wichtel wundert sich sehr. Ein Mäuschen sitzt gleich nebenan, wie kommt denn das hierher? Es guckt aus seinem Mauseloch und ist etwas erstaunt. Was das für kleine Kerle sind, so bunt und gut gelaunt. Doch keine Angst, du kleine Maus, die Wichtel sind ganz nett. Sie werden dir bestimmt nichts tun, geh ruhig zurück ins Bett. Ein toller Tag ist das gewesen, jetzt geht die Sonne langsam unter. Die Wichtel sitzen auf der Mauer und sind eigentlich noch munter. Der Mond ist auch schon aufgegangen, bald schon bricht die Nacht herein. Macht euch auf, ihr kleinen Wichtel, ihr solltet bald zu Hause sein. Morgen ist ein neuer Tag, neue Abenteuer warten. Vielleicht macht ihr eine kleine Reise in einen bunten Garten. Diese große Sonnenblume hat der Wichtel heute erklommen. So hoch hinaus wie heute ist er noch nie gekommen. Die Sonne brennt vom Himmel, es ist so richtig heiß. Da wird's auch dem Wichtel warm, es tropft schon fast der Schweiß. Doch unterm weißen Blütenschirm, da lässt es sich gut leben. Die Bienchen fliegen hin und her, der Wichtel sitzt daneben. Hier im Garten ist es schön, doch Vorsicht, kleiner Wicht, nicht, dass du noch runterfällst und dein Bein dir bricht. Gut, dass diese kleinen Wichtel aus Filz, Draht und Perlen sind. Da kann so schnell ja nichts passieren, das weiß doch jedes Kind. Auch im Sommer gibt es Regen, doch das macht Wichteln gar nichts aus. Ein Blatt als Schirm, das hält schön trocken. Denn Wichtel gehen gerne raus. Hier im Garten ist es schön, mit Kräutern und mit Blüten. Doch, liebe Wichtel, passt schön auf, vor Menschen, da müsst ihr euch hüten. Was würde denn ein Mensch wohl sagen, wenn er einen Wichtel findet? Besser ist es dann wohl doch, wenn ihr dann ganz schnell verschwindet. Oh, da habt ihr aber Glück. Was habt ihr da gepflückt?
ein Kleeblatt mit 4 Blättern dran. Die Wichtel sind entzückt. Sowas findet man nur selten. Die Wichtel freuen sich sehr. Glück kann man immer gut gebrauchen, als kleiner Wichtel noch viel mehr. Jetzt werden sie nach Hause wandern. Der Sommer ist schon bald vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Im Wald wächst allerlei. Natürlich macht es Wichteln Spaß, faul in der Sonne liegen oder auf des Zapfens Bauch übers grüne Moos zu fliegen. Doch ist ihr Alltag noch viel mehr, so wie sie es uns hier zeigen, wenn sie an Sträuchern tief im Wald zu all den Früchten steigen. Der Winter steht bald vor der Tür, da gibt es viel zu tun. Zum Beispiel auch die Beeren sammeln, da darf man nicht nur ruhen. Da kniet sich jeder Wichtel rein, mit Spaß, wie man sehen kann. Im Nu ist schnell ein Körbchen voll, da strengt sich jeder an. Lasst heute uns die Welt entdecken, lasst heute uns auf Reisen gehen. Lasst uns nach schönen Dingen suchen, heut kann da draußen viel geschehen. So war der Plan ganz schnell geschmiedet, man streifte über Stock und Stein. Da plötzlich fiel der blaue Wichtel ganz tief in eine Höhle rein. Von dort rief er mit lauter Stimme: »Keine Sorge, nichts passiert. Doch habe hier etwas gefunden, das euch ganz sicher interessiert.« So stiegen alle in die Höhle und sahen auch den goldenen Schein. Ganz schnell kam ihnen der Gedanke: »Hier muss ein Schatz verborgen sein.« Das, was gefunden, wurde getragen, gar schnell ans helle Sonnenlicht. Ein Diamant und goldene Dinge, ein Irrtum war das sicher nicht. Fein aufgereiht auf welken Blättern, betrachten sie ihren tollen Fund. Die Freude ist nicht zu verbergen, die machen sie gar lauthals kund. Wer hat die Dinge hier vergraben? Das bleibt ein Rätsel für die vier. Gab es denn früher hier Piraten? Wer lagert solche Schätze hier? Der Tag hat strahlend angefangen und wird fröhlich weitergehen. Mit diesem Fund auf ihrer Reise kann man die Wichtel strahlen sehen. Das war wirklich schwere Arbeit, den Schatz hoch in den Baum zu tragen. Doch die Wichtel sind sehr stolz, sie wollen gar nicht klagen. So viel Gold und Edelsteine haben sie noch nie gesehen. Und sie fragen sich noch immer: Wie konnte das geschehen? Wer hat den Schatz im Wald versteckt? Wie lang schon lag er dort? Wie kam er in die Höhle nur, an diesem entlegenen Ort? Doch egal, sie freuen sich, denn plötzlich sind sie reich. Und morgen geht es wieder raus. Das nächste Abenteuer folgt gleich. Da sind sie wieder, unsere vier, doch diesmal ganz hoch oben. Fleißig sind die Wichtel ja, da muss man sie schon loben. Der Herbst ist da, die Äpfel reifen, doch um sie zu pflücken, muss man manchmal hoch hinaus, da darf man sich nicht drücken. Den Wichteln macht es großen Spaß, hoch in den Baum zu klettern. Sie sitzen fröhlich auf einem Ast, zwischen lauter bunten Blättern. Zum Pilze sammeln in den Wald, das macht den Wichteln Spaß. Sie suchen Pilze überall, im Moos und auch im Gras. Doch Vorsicht, liebe Wichtel, nicht alle darf man essen. Es gibt ganz viele, die giftig sind, das darf man nicht vergessen. Aber die vier kennen sich gut aus. Sie leben schon lange im Wald. Sie brauchen noch viele Vorräte, denn der Winter kommt schon bald. Wen habt ihr denn da getroffen? Ein Paar aus Früchten und Samen. Die beiden sehen lustig aus, wo sie wohl herkamen. Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter. Kastanien und Eicheln gibt es auch. Daraus kann man vieles basteln. Das ist schon sehr lange Brauch. Irgendjemand hat auch die Wichtel gebastelt, vor langer, langer Zeit. Aus Perlen und Draht mit Zipfelmütze und aus Filz ein Kleid. Fast ein Jahr ist nun vorbei und der Winter kommt zurück. Über Nacht ist Schnee gefallen, für die Wichtel großes Glück. Doch heute bauen sie keinen Mann, man sieht es ganz genau. Was da gerade aus Schnee entsteht, das ist eine tolle Schneefrau. Sie haben wieder viel Spaß dabei. Das kann man sehr gut sehen. Und wenn es weiter frostig bleibt, dann bleibt sie lange stehen. Und in ein paar Wochen dann, das ist jetzt schon klar, da kommt der Frühling auch zurück. So ist das jedes Jahr.